Es ist ein Gesehen und Gesehen werden an einem sonnigen Tag am Bürkliplatz. Ich liebe Autos, ich liebe es einfach. Aber wer sind die Leute, die mit ihren krassen Karren posen und warum fühlen sie das? Ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann mal Gas geben und nicht eine Träne rauslassen. Es wird gegeselt, es wird Lärm gemacht und die Leute haben richtig Bock, um da zu sein. Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Und verdienen Sie mehr als 100'000 im Jahr? Nein. Nein, Spass beiseite. Eigentlich macht das der Dario auf Instagram und TikTok und landet damit immer wieder virale Hits. Meine Damen und Herren, wir sind wieder einmal in Zürich, um die Leute zu fragen, was sie beruflich machen. Ja, richtig. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Immobilien. Bin selbstständig. Ich kaufe Bilder an. Bei der Bank. Geschäftsführerin. Jetzt kommt der blaue Ferrari zum Beispiel. Darf ich dich fragen, was du beruflich machst? Selbstständig im Immobilien und Bau. Okay, darfst du auf TikTok das Video? Du selber oder deine Eltern? Familie. Okay. Aber es ist schon noch crazy, die Szene, da wirklich alle am Umstehen, am Spotten. Ja, wer hat wer gesehen? Ja, ja. Es ist schon eine Sache für sich, sagen wir es mal so. Wer sind denn so die Leute, die du beschreiben könntest? Wer fährt da mit dem Klappfummel und zeigt sein Auto? Ja, vielleicht Leute, die sich ein wenig präsentieren, aber das sind wirklich nicht viele. Also viele, schon nur wenn sie ein schöneres Auto sehen, sagen, ah, das ist ein Autoposer. Voll. Also hätte ich genau so gemacht, ja, muss ich sagen. Und ich muss sagen, das Wort Autoposer wird leider zu schnell eingesetzt, im Sinne von, es gibt Leute, die jetzt einfach keine Ferrari haben und in die Stadt kommen, eben etwas trinken, gut einkaufen, was auch immer. Und dass man die als Autoposer betitelt, tue ich ein als unfair einstufen. Kennst du Leute, die wirklich einfach das Auto für den Tag sich gönnen, auslehnen, mieten, um da hinzukommen? Ja, das gibt es. Ich habe auch durchaus ein paar Leute gehabt, die offen und ehrlich gesagt haben, dass sie das Auto gemietet haben. Wir haben jetzt mehrfach von Autoposer geschwätzt. Ja. Was ist denn für dich als Szenekenner ein Autoposer? Für mich ein Autoposer ist jemand, der fünfmal die gleiche Runde dreht mit dem Auto, gleichzeitig unnötig beschleunigt und unnötig den Motor auffüllen lässt. Wärst du dich über die, die so richtig laut tätet? Ja, ich reg mich oftmals an der Kreuzung auf. Wieso? Weil es ist sehr gefährlich. Es hat viele Kinder, die da mit Autos füttern etc. Aber man muss auch sagen, es gibt Autos, die serienmässig laut sind. Mhm. Ein Ferrari zum Beispiel, das ist halt eine laute Maschine sozusagen. Und ist nicht gerade getuned wegen dem? Nein, ist nicht gerade getuned wegen dem und lauter gemacht. Es ist ein Sportwagen, die sind halt lauter. Da haben wir auch wieder einen Sportwagen, einen Aston Martin. Da siehst du, es ist laut, fährt normal. Ja. Für mich gibt es neben dem Thema Autoposer eben das Wort Blender. Mhm. Das sind dann für mich die Leute, die sich halt präsentieren wollen mit einem Auto, obwohl sie es nicht leisten können. Aber was haben Sie davon? Das frage ich mich. Was haben Sie davon, um in deinen Videos vorkommen? Was ist der Grund? Was motiviert Sie? Ich würde sagen, die einen fühlen den Content, den ich mache. Mhm. Natürlich gibt es auch die Leute, die sich präsentieren möchten und den Leuten zeigen wollen, was sie für ein Auto haben. Du hast gesagt, dass die Leute immer wieder schreiben mit verschiedenen Nachrichten und ab und zu zeigst du die auch. Und was bekommst du dann so für Feedback am Ende, wenn sie einen Auftritt in deinem Video hatten? Ja, am Anfang ist es so weit gekommen, dass mir auch schon ein Arzt geschrieben hat, hey, keine Ahnung, wie viele Dates bekommen hat. Ja. Schau mal, wer da auch schon vorbeigefahren ist, wie ihr Business funktioniert, ist da oben verlinkt. Hey, was haltest du eigentlich von dieser ganzen Szene hinter mir? Und Hand aufs Herz, würdest du auch mal mit so einem Klapp da vorbeifahren? Oder findest du es fett unnötig? Schreib mir so in die Kommentare. Das finde ich wirklich so. Was meinst du? Die unnötig gegessen, das stresst mich. Aha, das meinst du? Ja, ich weiss, meinst du. Du bist Autofan, ja. Machst deinen Job, Autos sind deine Leidenschaft. Ja. Gleichzeitig gibt es auch die Gegenbewegung, die sagt, hört auf mit diesen Autos, unsere Umwelt ist am Arsch. Ja. Verstehst du dann, dass sich gewisse Leute auch stören an dem Inhalt, den du machst? Hey, ja, ich verstehe es absolut. Gleichzeitig muss ich auch sagen, hey, also so in 10, 20 Jahren sieht die Automobilität nochmal anders aus, wegen der EU-Normen.
die Autos müssen leiseliger werden von den Vorschriften aus. Ich sage es mal so, es werden viel weniger laute Autos werden. Mir als Autofans tut es ein bisschen weh, aber es ist wie es ist, das müssen wir akzeptieren. Laut der Stadtpolizei Zürich hat auch das Phänomen der Autoposer in den letzten zwei Jahren zugenommen. Sicher auch medial. Das meine ich. Es gibt laut den Messungen der Stadt Zürich am Wochenende manchmal Autos, die so laut sind wie ein Presslufthammer. Oder es tönt so, wie wenn 80 normal fahrende Autos gleichzeitig vorbeifahren würden. Wie schwierig es ist zu merken, was ein Vergehen ist und was nicht, zeigt das Urteil. Ein Lamborghini-Besitzer ist von der Polizei angezeigt worden, weil er unnötig Lärm verursacht habe. Er hat dann gegen die 300 Franken Buß Einsprache erhoben, weil sein Auto so zugelassen und hat Recht bekommen. Das Resultat? Anwaltskosten von über 1000 Franken, die am Schluss der Staat hat müssen zahlen. Etwas, was ich gemerkt habe, ist, dass sich niemand als Autoposer bezeichnen will. So auch nicht der Dario, den wir jetzt gleich treffen. Er holt mich jetzt hier ab und wir fahren zusammen auf Würen los, wo einer dieser grossen Autotreffs ist. Und er sagt, dass man dort besonders gut sieht, wie divers Autoszenen sind. Hoi! Du bist der Hadi, gell? Hoi, Hadi! Hoi! Hoi, sorry, Dario. Freut mich. Hoi! Unterwegs, oder ist es so euer Zweierauftritt immer? Meistens Zweierauftritt. Wir haben uns ja kennengelernt durch die Autos und seitdem, ich glaube, jeden Samstag, Sonntag, siehst du uns nur zusammen. Und werden oft auch so gefötelt und gefilmt beim Fahren? Ja, immer im Duo-Kombo, okay. Man kennt uns auch nur so. Ich finde es zum Beispiel mega cool, wenn ein Kind ein Foto macht, das weckt ja, so. Ja, schon zweimal passiert. Ja, richtig. Es ist so, es weckt das innere Kind so auch ein bisschen in mir, weißt du, die Freude. Und wir haben uns jetzt wirklich mal so, ist das auch etwas, fährst du die Runde oder würdest du sonst die Runde nicht fahren? Ich fahre sie, weil es ist einfach wirklich, ich fahre meinem Kollegen hinterher. Wir haben unsere Reiseziele und fahren dort ab und zu mal ein bisschen durch. Aber ich gehöre sicher nicht zu denen, die dann anfangen zu gäseln. Ich habe einfach Spass daran, wenn Leute wirklich sehen, hey, das ist ein geiles Auto, freut sich darüber. Es gibt auch ein bisschen, ich sage dir mal so, ein bisschen Ego-Push. Wer macht es auch heutzutage nicht? Jeder Tuner fährt sicher einmal da durch und hat das Feeling so, hey, du hast es erreicht, du hast ein mega cooles Auto, Leute freuen sich über das Auto. Auto. Wo wir ja Kontakt aufgenommen haben, hast du mir gesagt, du willst unbedingt nicht als Autoposer dargestellt werden. Warum ist dir das wichtig? Weil man das Wort irgendwie immer wieder falsch verwendet, weil Autoposer sind wir grundsätzlich alle. Mhm. Es gibt einfach so eine kleine Differenz zwischen Autoposer, die auf Lautstärke beziehen, und einem Tuner, Autoliebhaber, der sein Auto gerne präsentiert, weil das macht ja Spass. Ich meine, wir kennen das alles aus der Kindheit. Du siehst einen Ferrari und denkst dir, wow, weißt du? Ja. Das ist für mich auch schon Posing, aber es ist nicht das Posing, das die Leute aufregt, sondern das Poser, das man die ganze Zeit ist. Die Leute, die einfach konstant mit der Lautstärke zu viel aufgehen. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn jemand viel zu laut ist. Du hörst ja von den Töpfen. Aber mit der Zeit geht es sogar mir auf die Nerven. Wirklich? Aber dort, wo wir jetzt angehen, wie würdest du den Ort beschreiben? Wer ist dort so rum? Sind das jetzt Autoliebhaber oder sind das schon Autoposer? Oder was ist das für ein Ort? Ist gemischt. Okay. Also es gibt Leute dort, die sind wirklich, du merkst, Liebhaber. Die wissen, was sie fahren. Aber ein Poser erkennst du nur an etwas. Egal was, hauptsächlich drück voll drüber und jeder hört mich konstant. Aber verstehst du auch, wenn gewisse Leute sagen, hey, das ist schon ein bisschen unnötig? Du, jeder hat sie so. Ich ist gleich wie ich würde sagen, wenn du Golf spielst, du brauchst doch nicht jeden Schläger im Leben, um einen Golfball zu spielen. Es langen ja zwei. Nein, für den ist auch. Nein, ich brauche mehrere Golfschläger, weil das und das. Und für uns ist das genau gleich. Du brauchst nicht das krasseste Auto. Es gibt Leute, die kommen mit weniger klar und das ist okay für uns, aber man muss es genauso respektieren. Aber was kommt da alles so auf einen zu? Wie viel hast du jetzt in das Auto schon investiert? Dass man sich das vorstellen kann, ist das ein teures Hobby? Ja, ich bin jetzt auch billig, etwa fast 30'000 Franken investieren bis 40'000. In was? Alles. Optik, Motor, Leistung. Es geht ins Tiefe rein. Also, wir geben pro Monat sicher mehr als 500, 600 Franken aus nur für Benzin. Krass! Okay. Also, es ist teuer. Es ist wirklich ein teures Hobby. Ja, aber jetzt ist es schon sehr leer. Okay.
Und eben, was, also sie parkieren einfach nur und that's it. Dann steigt man raus. Ja. Und dann redet man miteinander, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja. Für die, die da wirklich stehen, der grösste Teil, das ist wirklich ein Tuning-Treffen. Leute treffen sich, reden miteinander, was? Was fährst du ein Auto? Und es ist ein bisschen wie ein Austausch. Würelos ist nur einer von vielen Autotreffs, laut gewissen aus der Autoszene recht eigen. Aber Dario und Hadi gehen regelmässig hin. Was ist das, was euch so krass fasziniert das an den Autos? Was macht eure Leidenschaft aus? Wenn du reinhockst, losfährst, dann, zumindest bei mir, egal welche Probleme du gerade hast, es ist gerade einfach alles egal. Weil du halt einfach in deinem inneren Räumlichkeit bist, mit dem, was du gerne fährst, und halt einfach alles Revue passieren lassen. Das Gefühl zum Fahren, die Emotionen. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann mal Gas geben und nicht ein Tränen rauslassen, weil es ist Nein. so eine Emotion. Ja, ich glaube, das ist so eine Emotion, die dich packt. Das ist so unbeschreiblich. Für jemanden, der es gerne macht, ist es unbeschreiblich. Weil du gibst Gas und du bist einfach nicht du. Du bist in dem Moment dein Auto. Du fühlst es so hart, du verlierst dich. Ich bin zum ersten Mal da. Ihr nicht. Ihr kennt die Szene. Was passiert heute Abend? Was kann ich erwarten? Wenn jetzt zu viele Leute da sind, dann gibt es wirklich eine Kette. Wenn du gar nicht vorankommst mit dem Auto, irgendwann staut es dann so fest, dass es bis in die Einfahrt durchstaut. Dann finde ich auch, dass es dann richtig kritisch ist. Also man kommt nicht mehr rein, raus, es ist so. Raus kann man, aber rein nicht mehr. Was meinst du mit der Kette? Kette meine ich sozusagen, man fährt durch die Tankstelle. Kommt einmal wieder rauf, wieder runter, kommt wieder an die Tankstelle. Die Verbindung ist dann ein Kette von Autos, die sich aber touchst du nie, wenn so viele Autos und so viele teure ja, Autos sind? Ja, zwei, drei Mal. Okay. Es ist auch für Leute, die nicht schauen oder schauen, ja. andere mit schauen. ja, ja. Eine Aussage, die bei teuren Autos noch schnell kommt, ist, dass es fix geleast ist oder den Eltern gehört. Fakt ist, dass der Kauf eines Autos der häufigste Verschuldungsgrund in der Schweiz ist. Knapp 20% der Bevölkerung lebt in einem Haushalt mit einem Auto auf Kredit. Sehe ich das richtig? Langsam fühlt es sich schon. Die Parkplätze sind voll. Ja, langsam, es kommt. Kannst du dir vorstellen, wie Ausgang, aber mit einem anderen Ziel. Es sind Leute, die sich vereinigen, die das gleiche Hobby teilen. Ja. Das ist das Geile daran. Ich finde das, es muss jetzt nicht unbedingt würdelos sein, aber ich finde halt einfach, sich draußen versammeln irgendwie mit dem Auto, die gleiche Leidenschaft teilen, finde ich besser, wie jetzt irgendwo in einer Shisha-Bar hocken, ja. Lungenschädigen und die geschlossenen Räumlichkeiten sind. Da Ohrenschädigen. Wow, ja. Hey, es ist 11:30 und die Szene ist voll im Gang. Es ist langsam voll. Die Leute haben keinen Platz mehr zum Reinfahren. Es wird gäselt, es wird Lärm gemacht und die Leute haben auch richtig Bock, um da zu sein. Warum bist du heute da? Ja, zum Auto zeigen. Man sagt, Auto gibt Liebe zurück. Okay. Frauen brechen Herzen. Okay, würde ich vielleicht nicht zustimmen. Ihr seid wirklich ausgerüstet mit der Shisha, die ist um. Ja, also wir waren vorher noch in Villmergen. Voll. Was ist das an Autotreffen? Ja, voll. Aber ein bisschen organisierter. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Club gehe, es ist langweiliger, als wenn ich jetzt hier irgendwie... irgendwie gehe. Ja, man merkt es. Ist, man hört es gerade. Ja, es ist so etwas, was man mit den Leuten zusammen ein bisschen machen kann. Für die Autos und für den Lärm. Und für den Lärm. Genau. Also, da wäre ja gelogen, wenn ich jetzt würde sagen, nein, ich fühle es nicht, wenn man mein Auto anschaut. Und du bist so voll am Tunen? Ja, kann man sagen. Alles im legalen Bereich? Bis jetzt ist alles im legalen Bereich. Polizei, alles bleibt im legalen. Macht alles im legalen Bereich, macht keine dumme Sachen. Wir schauen, dass euch Ausweis, das ist wie für euch Bibel oder Koran, das ist wichtig für euch. Die sich hier treffen und ihre Autos zeigen, machen laut der Kantonspolizei Aargau per se nichts Illegales. Das unnötige Erzeugen von Lärm und Driften ist aber verboten. Wenn ein Lärmklage eingeht oder es zu gefährlichen Situationen kommt, schreitet die Polizei ein.
Dort drohen dann Bussen, Anzeigen oder Beschlagnahmungen von Autos. Konkrete Zahlen zu Einsätzen oder Anzeigen hat die Polizei aber keine. Aber das ist noch nicht so Maximum voll, es wird noch voller. Nein, es wird noch voller. Krass, und ich meine, schon da ist schon langsam. Das ich will schauen, wo sie durchfahren. Wir nennen das jetzt untereinander Stage 2 und Stage 3 ist dann ist fertig. Krass, also du findest schon nichts so, okay, das ist jetzt ein bisschen unnötig. Weißt du, es wäre unnötig, wenn du Burnout ziehst, von hinten bis vorne und die ganze Zeit Launch Control machst, das, was man eben sagt, mit dem Überdrehen, dass es dann wohl extrem tönt. Schmeckt. Ja, das ist unnötig. Okay. Aber das macht fast keiner. Ja. Meistens drücken ein, zwei Mal, zeigen ein bisschen, drücken noch ein paar Mal. That's it. Ja. Und das ist für uns okay, das ist für uns voll geil. Aber nichts Übertriebenes. Das ist eben das, was die Aussenwelt sieht. Das ist so für sie voll übertrieben. Für uns nicht, für uns ist das normal. Und wir stören ja keinen, wie gesagt. Wir stören nur die Polizei, weil sie sehen das nicht gerne. Ja, aber fühlt ihr euch so voll wohl, so wie die Heim, wenn ihr ankommt? Da ist unser Heim, so blöd gesagt. Samstag, Sonntag, bist du da, weißt du, bist wie so, du siehst Autos, du hast genau das, was du eigentlich brauchst. Am Ende muss ich sagen, die Autoszene ist viel diverser, als ich gemeint habe. Es gibt die beim Bürkliplatz mit ihrem krassen Auto gerne durchfahren und gesehen werden. Dann gibt es die Tuner, die wirklich Leidenschaft haben für die Maschinen und das Schrauben. Und dann gibt es Würrelos, wo eine komplette Szene, eine eigene Szene für sich selber ist. Und man kann nicht einfach alle in einen Topf als Autoposer rein tun und das bezeichnen. Es gibt die gerne ihre Autos zeigen. Und dann gibt es aber auch die gerne ihre Körper zeigen. Michel hat mal ein Repo über Bodybuilder in der Schweiz gemacht. Die kannst du da reinziehen. Like und abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Bye!